Jetzt schwitzen wir uns hier alle übelst einen ab und dann kommst du hier hin und dann stehen hier 3 Millionen Leute. Hier kann man Basketball spielen. Lass dir dein 16-Dollar Bier schmecken. Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 3 unserer New York Reise. Wir sind hier am Oculus, hier World Trade Center Station, richtig futuristisch. Und von hier aus startet unser Tag mit der Brooklyn Bridge, wo wir jetzt hinlaufen, ein bisschen Dumbo gucken. Danach geht's zu den Yankees, zum Spiel, wo der Steffen sich hier schon einiges vorgenommen hat. Ihr wollt Bälle fangen oder was? Ja, mal versuchen, ne, ob wir einen abkriegen. Ja, auf jeden Fall richtig nice, die Jungs hier am Representen hier von ihren Local Teams und so. Oben auch, glaube ich, ne? Ja, na klar. Oh, da, oh, komm, wollen wir nicht vergessen hier. Jawohl. Richtig cool. Auf jeden Fall hier Baseball-Fans am Start. Times Square heute Abend. Auf jeden Fall einiges am Start heute. Viel Spaß. Also eins muss ich sagen, Central Park im Februar muss nicht unbedingt sein, aber dafür ist die Brooklyn Bridge im Februar richtig nice. Es ist kein Mensch hier, das Klima ist vollkommen in Ordnung und jetzt schwitzen wir uns hier alle übelst einen ab bei 30 Grad. Ach, anstrengend. Wieder so dieser klassische Fall von, man sieht die Fotos, wo niemand drauf ist und dann kommst du hier hin und dann stehen hier 3 Millionen Leute und wollen alle das gleiche Foto machen. Bis auf Steffen natürlich, der hat hier den Platz selber für sich gepachtet und war ganz alleine hier. Wenn ihr hier in Dumbo seid, direkt quasi an der Brooklyn Bridge, dann könnt ihr hier zum Timeout Market kommen und hier gibt es einen Rooftop. Und da könnt ihr hochgehen und von dort könnt ihr schöne Fotos schießen, hat nochmal ein bisschen anderen Ausblick auf hier Brooklyn Bridge und auf die Manhattan Bridge. Kann man auf jeden Fall machen, komplett kostenlos. Im Timeout Market selber habt ihr hier viele so kleine Stände, wo Leute halt irgendwie so Krimskrams verkaufen, Kaffee und Kerzen und irgendwelche selbstgemachten Sachen, Schmuck und Co. Ist auf jeden Fall ganz nett. Hinten kann man dann halt auch noch essen. Lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen. In Brooklyn und hier kann man Basketball spielen, sowohl überdacht als auch hier draußen. Aber es gibt auch Eishockey. Brooklyn Heights, richtig schöne Gegend zum Wohnen, aber natürlich halt auch nicht günstig hier mit diesen ganzen braunen Backsteingebäuden. Richtig, richtig nice mit so kleinen Cafés links und rechts. Richtig schön hier zu wohnen. Da vorne. Wir sind am Yankee Stadium, hier direkt dran ist eine U-Bahn. Wir spielen heute gegen die Brewers. Adrian, wer gewinnt? Yankees. Schauen wir mal. Thank you.
die Tickets da. Ich sag 70 oder so. Nee, die kostet 130. 130? Ja. Okay. Hast du auch den Crunch? Ja, mit Bacon. Mit Bacon noch? Okay, ich bin gespannt. So Leute, Bobby's Burger hier mit Chips drin. Schauen wir mal, was der kann. Ja, Prost, ne? Lass dir dein 16 Dollar Bier schmecken. Danke. Pommes und hier die Chicken-Dinge, alles zusammen 36 Dollar. Kann man machen. Das ist ein einmaliges Erlebnis und nur deshalb mache ich das. Wir wollten auch sowas bestellen, haben gesagt, wir haben sowas nicht mehr. Na, lass dir schmecken, ne? Fans, check out the center field video board to see your social media posts from today's game. Wird dieses Spiel jemals enden? Das entscheide ich nicht. Ich.
7-Stunden-Spiel, hat sich gelohnt? Ja, alles nass gehen zwischenzeitlich, aber... 7 Stunden Baseball und eine ganze Menge Regen liegen hinter uns. War anstrengend. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich tatsächlich nicht so lange geblieben. Aber ja, war ja mal was Besonderes. Hier, ich habe mir nur gedacht, dass die an den Imbissständen sich dumm und dämlich verdienen, weil die Leute sind tatsächlich so gut wie alle geblieben, zumindest halt als es geregnet hat. Die sind halt nicht gleich abgehauen und haben sich Essen geholt und so weiter und so fort. Die Jungs hier haben auch alle ordentlich konsumiert. Was ist los, Steffen? Yankees auf einem Niveau mit Rostock oder was? Nach der Leistung heute müsste man fast sagen ja, aber natürlich im Spaß nein. Yankees waren heute leider nicht gut, gerade die letzten Pitcher haben zu viele Fehler gemacht und dementsprechend leider verdient verloren. Ja, also es war eine Shitshow, sagen wir wie es ist. Wir haben mitgehalten, so bis zum 7. Inning war es glaube ich noch okay. Ja, ne? So, ja, war 2-2. Genau, 2-2 und dann so 8. Inning war Katastrophe und im 9. wollen wir gar nicht drüber reden. So, wir gucken jetzt, dass wir zum Times Square kommen und lassen den Abend dann dort ein bisschen ausklingen. Wobei Samstagabend Times Square, wer hat sich das ausgedacht? Mann.